meine Damen und Herren, da kommen wir jetzt wieder einmal zu Resident Evil, dem Director's Cut. Über PlayStation Premium natürlich abonniert, einzelne kann man das Spiel nicht kaufen. Diesmal jetzt mit der Beginn oder mit dem Start der PS5-Version. Wir hatten ja neulich die PS4-Version abgeschlossen, des PlayStation One-Klassikers. Da wisst ihr, in der PS4-Version habe ich einmal Chris gespielt und vor euch in 27 gehabt, weil das ist das Minimum, was ich auf der Konsole mache, und PC habe eigentlich 1080, V-Logs in 1440 und eigentlich PS Plus Membership in 2160, also UHD. Jetzt habe ich aber die Director's Cut PS4-Version Chris 27, Jill 1080 gemacht, und in der PS5-Version werde ich das natürlich so machen, das Minimum auch wie geplant 27x1080, eher Tendenz zu jetzt hindurchlauf mit Chris in 1440, also WQHD, und Jill mit, oder für euch nachher in UHD, also 4K. Aber muss ich gucken. Mindestens, also Minimum in 27. Und wir starten jetzt hier auch die Kampagne. Erst haben wir Chris Redfield. Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers, Albert Wesker, Resident Evil.
gesagt, ob ich etwas heute in eines durchspüre mit Chris, weiß ich noch nicht, denn ich habe morgen früh um 8 Uhr einen Termin, den Donnerstag, heute ist Mittwoch. I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. What is that? I'll go and check. Okay, Jill and I will stay in the hall in case of an emergency. Chris? Take care. Oh, Menschenfleisch! Oh, schmeckt so gut! Wesker? Jill? What happened to Jill and Wesker? Das Messer und das erste Hilfsspray legen wir gleich weg. Jetzt können wir hier wieder rausgehen. Da war ja nur was zum Speichern hinter.
Das Buch lassen wir einfach mal liegen. So, und gehen wir nämlich gleich hier runter und nehmen gleich die Chemikalie mit. Huch. Dann können wir noch nicht uns hinten den Schlüssel holen. Platz habe ich genug. Dann kann ich den kleinen Schlüssel. Ich wollte den kleinen Schlüssel mitnehmen, aber durch die Tür ging es auch. Auch wenn man den kleinen Schlüssel nicht unbedingt braucht. An manchen Stellen ist er aber gut, um Schrotflecken zu uns zu kriegen, beispielsweise.
Whoa! What is it? What? Oh! Oh, no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. So, den checken wir jetzt natürlich einmal kurz. So, den gehen wir schon mal vorsichtshalber ab. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? All right, let's do it. Yes, sir. I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Ich weiß, dass es eigentlich überflüssig ist. Thank you.
Dann lege ich die zwei Korte nämlich einmal kurz weg. Okay, warte, weil ich muss nachher sowieso wieder auf dieser Seite und dann kann ich hinten ins Gartenhäuschen nochmal gehen, wo ich gerade war, um dann dort die letzten zwei grünen Herbs zu holen. Den Raum kann ich auch erstmal lassen. Also mit Trigger mit dem Zombie. Kann ich ja kurz nehmen. Gehen dann weiter zu Dings jetzt oben. Zurücklaufen, Serum holen, wieder zurückbringen und dann können wir mich in Juwel reinsetzen, das Emblem gleichzeitig wieder mitnehmen. Oder für das Emblem hängen lassen. Aber in einen Raum gehen, weil den tut nämlich Rebecca nämlich übel in der Zeit. Okay, er schon. Hier ist er schon tot, okay. Das ist natürlich blöd, dass er jetzt hier schon tot ist. Dann war er nicht umsonst. Okay, bei Chris liegt hier kein Feuerzeug. Bei Jill lacht er das Feuerzeug unten. Das irritiert mich natürlich, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Das Licht liegt jetzt vielleicht hier im Schrank. Dann brauche ich die Enden auch nicht wegschieben. SE. Unten. Da komme ich eh nicht hin, außer ich gehe den Weg gleich zurück mit durch die andere Tür. Dann kann ich nämlich die Tür von der Seite öffnen.
sollte mal den checken. Rüstung. Das muss ich einmal kurz zur Truhe laufen. Hab aber dann schon mal zwei Wappen safe. Kann jetzt aber Umkehrschluss einmal kurz ihn mitnehmen. Ich weiß, Doppel-Running sozusagen. Dann kann ich jetzt aber hier die Schrotmunition gleich rausnehmen. Kann hier jetzt den kleinen Schlüssel verwenden. Die Schubladenmunition, glaube ich, die dann Schubladenware, glaube ich, rausnehmen. Und die Schrotflinte mitnehmen. Damals hat nämlich eine Schrotflinte nur einen Platz weggenommen. In heutigen Spielen nimmt die Schrotflinte zwei Plätze weg. Da wir aber wissen, Richard ist tot, braucht man erst nicht wieder über die gesamte Map wieder rüberlaufen. So, kommst du nach oben? Du kommst da. Dann kommen wir auf der anderen Seite, wenn wir nachher wieder drüben sind. Dann nehme ich gleich die Schuhflecken tauschen.
Normalerweise kämen wir jetzt hier noch einmal wieder zurück. Packe ich die so noch mal ein. Die nehme ich dann sozusagen als Backup, falls ich nachher noch blaues Kraut finde, dass ich das dann kombinieren kann. Nämlich jetzt nochmal gehen zum Klavier, triggern das Klavier, gehen dann unten wieder durchs Esszimmer durch, über die andere Seite mit den zwei Hundis, öffnen da die ganzen Türen, tauschen die Waffe, die kaputte Schrotflinte gegen die heile Schrotflinte. Sollten wir eigentlich soweit durch sein. Ich glaube, wenn man einen höheren Schwierigkeitsgrad nimmt, ich glaube, auf Standard sind die Noten, glaube ich, zwei geteilt. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? Wait, what is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? See? Just relax and play. All right. So, da können wir jetzt... rübergehen und mit dem, wenn wir dann wieder zurückkommen, können wir gleich das Emblem mitnehmen. Hier war, glaube ich, hier war auch noch ein eher gleichen Bereich für kleiner Schlüssel. Da ist ja dann, glaube ich, auch nochmal Schraubmuni drin.
Die kann ich jetzt kombinieren. Kann ich nicht den hier mitnehmen. Weil ich damals in der Kindheit hat man nicht so 4, 5, 6 Stunden dafür gebraucht, dass so mehrere Tage gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Weil da gab es sowas wie Konstanzes und Lösung hier, Lösung da. Wie es heute der Fall ist. Ah, das ist überflüssig gewesen, aber jetzt habe ich gleich volle Munition. Das Zeug erstmal weg. Habe ich. So, das habe ich mir so Gott sei Dank diesmal notiert. Welche Reihenfolge? Insgesamt 8 Bilder. Wir gucken uns das erste Bild nur an. Also das ist Bild 1. So, dann müssen wir Bild 3 nehmen. Dann Bild 5. Bild 6. Bild 4. Bild 2. Bild 7 und es ist Bild 8. Thank you.
so habe ich das notiert. Auch wenn das erste Bild zum Angucken ist, habe ich das trotzdem in der chronologischen Reihenfolge. Aufgeschrieben. Also auch wenn ich schon drei habe, möchte ich schon mal da rein. Die anderen nehme ich dann nachher auf dem Rückweg mit. So, mache ich oben die eine Tür noch auf. Dann müsste der Schlüssel auch weg sein. Und dann müsste ich auch nicht schon das letzte Wappen eigentlich kriegen. Das ist das Feuerzeug bei ihm. Okay. Aber ich dachte, das wäre damals das, Fahrtband. Jetzt wissen wir, wo das Feuerzeug bei ihm ist. Lala, oder Licht. Okay, waren auch nur die Shells. Wo ist denn das letzte Wappen denn? Zwei habe ich ja schon, eins habe ich eingesetzt. Achso, das letzte kriege ich ja. Nee, das ist ein Schlüssel. Ah, jetzt kriege ich im Schlangenraum. So war das.
Also ich bin jetzt schon im ersten Durchgang schneller als wie auf der PS4-Version. Mit ihm. Kann ich ja gleich praktisch oben wieder lang gehen mit dem Feuerzeug in den einen Raum und da die Kerzen mal anzünden. So, dann speichere ich einmal kurz hier. So, dann mache ich auch hier einen Cut. Sag danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wieder.